Hallo liebe Mitmenschen, also es ist wahrscheinlich nicht unbekannt, dass ich sehr viel Zeit in fiktionalen Welten verbringe und diese, dachte ich, teile ich heute mal mit euch. Es ist vielleicht erwähnenswert, dass das meine Top 10 Serien sind und wahrscheinlich nicht jeder mit meiner Meinung übereinstimmt, aber das nur im Voraus. Also fangen wir an. Platz 10. Dexter. Dexter ist eine fertige Serie mit 8 Staffeln, in der es um einen Mann geht, der einmal als Forensiker für Blutspuren beim FBI arbeitet und gleichzeitig ein Massenmörder ist. Er tötet Leute, die von dem Gerechtigkeitssystem nicht erfasst wurden. Aber das tut er nicht, weil er irgendwie so einen mega großen Gerechtigkeitssinn hat, sondern einfach, weil er auf Höhen steht und sein Vater ihm das so als Kodex mitgegeben hat. Weil sein Vater selbst beim FBI war und dachte, oh, dieses Kind ist ganz schön abgefuckt, aber vielleicht können wir das in die richtige Richtung lenken. Eines der besten Dinge dieser Serie ist einfach, wie Dexter die Welt sieht. Weil er teilt seine Gedanken und seine Ansichtsweisen immer mit dem Zuschauer. Und es ist teilweise wirklich zum Schmunzeln, es ist abstrakt und sogar nachvollziehbar, was er so über die normal fühlende Menschheit denkt. Platz 9. Vampire Diaries. Ich kann verstehen, dass so Vampir-okkulter Kram nicht jedermanns Sache ist, aber Vampire Diaries ist eine Serie, die ziemlich gut gemacht ist. Sie ist sehr spannend, sie geht unter die Haut und die Charaktere sind wirklich liebenswert. Also man kann sich schnell mit ihnen anfreunden, vor allem die, die schon am Anfang dabei waren. Und eigentlich wird immer neue Spannung da reingebracht, schon einfach dadurch, dass ständig neue Charaktere eingeführt werden. Wer hinter einem Stein lebt und noch nie was von Vampire Diaries gehört hat, es geht um ein Mädchen namens Elena. Und auf jeden Fall fängt es so ziemlich stereotypisch an. Elena geht auf irgendwie eine neue Schule oder so und dann ist da so ein heißer Typ. Noch ein heißer Typ. Und das sind alles Vampire und sie ist auch ziemlich heiß. Alle in dieser Serie sind irgendwie ziemlich heiß. Auf jeden Fall verknallen die sich dann, aber dann kommt der Bruder und macht alles kaputt. Und dann kommen noch andere Leute und machen alles kaputt und das ist eigentlich die Serie. Platz 8. Orphan Black. Bevor ich zum Plot komme, muss ich erstmal sagen, die Serie ist verdammt gut gemacht. Ehrlich, sie ist spannend, sie ist dramatisch und die Charaktere und die Schauspieler. Oh mein Gott, die Schauspieler. Vor allem Tatjana Maslany. Wenn man sagen würde, dass Tatjana Maslany extrem begabt ist, dann wäre das wahrscheinlich noch eine Untertreibung. Sagen wir mal so, anfänglich steht eine Frau an einem Bahnsteig und sieht zu, wie eine andere Frau, die einfach genau das gleiche Gesicht hat wie sie, vor einen Zug springt. Und da sie so ein bisschen verwirrt und kriminell ist, nimmt sie kurzerhand ihre Identität an und schlittert damit in eine Sache, die sehr viel größer ist als vorher angenommen. Und eigentlich ist es ein Spoiler, aber es ist eigentlich schwer, irgendwas über die Serie rauszufinden, ohne das mitzukriegen. Es geht um Klone. Und alle davon werden von dieser einen Schauspielerin gespielt, was echt unglaublich ist, weil die haben alle ein eigenes Aussehen, eine eigene Persönlichkeit, ganz eigene Akzente sogar. Und sie macht das so extrem gut. Abgesehen davon ist der Plot einfach auch sehr spannend, teilweise ein bisschen actionlastig, was auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass es eher weiter unten auf der Liste ist. Aber es ist wirklich eine gute Serie. Und sie ist alleine schon deshalb sehenswert, weil einfach diese ganzen Klone so coole Persönlichkeiten haben. Auf Platz 7 befindet sich Skins. Im Grunde genommen kann man das damit erklären, dass es halt um Teenager geht, die einfach ihr Leben leben, die aufwachsen, ihre familiäre Situation, ihre Beziehungen untereinander. Das hört sich alles ziemlich generisch an und man muss sich dazu erstmal im Klaren sein, dass es verschiedene Generationen gibt. Ich glaube, es gibt gerade 4 Generationen, beziehungsweise 5. Da gibt es dann halt immer neue Schauspieler, neue Situationen, neue Orte, wo die Handlung stattfindet. Ich persönlich finde die erste Generation am besten, aber die meisten Leute mögen die zweite am liebsten. Skins ist seltsam. Skins ist eigenartig. Skins ist manchmal ein bisschen unrealistisch und manchmal einfach total unnachvollziehbar. Aber irgendwas hat Skins, was einen irgendwie einwickelt, was es wiederum realistisch macht, was einfach dazu bringt, dass man sich in diese Charaktere verliebt, in ihre Geschichten und in diese Weise, wie sie einfach handeln, was manchmal nicht wirklich nachvollziehbar ist. Aber okay, so sind halt Teenager. Die ersten paar Folgen, da muss man sich erstmal wirklich reinfuchsen, weil wie gesagt, es ist irgendwie seltsam. Aber so ab der 3. bis 5. Folge wird es eigentlich echt gut und es packt einen irgendwie. Man fiebert mit denen mit, auch wenn die alle irgendwie total einen an der Klapse haben. Aber sagt man das so, an der Klapse? Platz 6, Orange is the New Black. Es geht um eine Frau namens Piper, die mal Drogen transportiert hat und sich jetzt selbst anzeigt, bevor ihr Name genannt wird und sie noch länger im Gefängnis sitzen muss deshalb.
Und sie ist halt so ziemlich, ja, wie kann man das beschreiben? Sie ist recht verwöhnt, sie hält sich selbst für sehr normal. Und dann kommt sie halt in dieses Frauengefängnis, in der alle so gruselig sind und offensiv. Und sie fühlt sich einfach komplett fehl am Platz. Und in diesem Gefängnis trifft sie dann auch noch ihre Ex-Freundin wieder, mit der sie damals die Drogen transportiert hatte, was sie und ihr Verlobter leider nicht so toll finden. Wo soll man anfangen bei dieser Serie? Also erstmal wahrscheinlich der Humor. Der Humor ist so genial. Also diese Serie ist, sie ist actionreich, sie ist dramatisch, aber vor allem ist sie lustig. Sie ist so extrem lustig. Alle diese Charaktere sind einfach so quirky. Die haben so immer so ihre eigenen Ticks, ihre eigene Persönlichkeit. Also die ersten Episoden, muss man ehrlich sagen, die sind so ein bisschen Fanservice-mäßig, um erstmal so alle einzuwickeln, damit sie das gucken. Aber danach wird es eher so dieses heimische Gefühl, als wenn man da selbst irgendwie so ein Insasse, der an dem ganzen Geschehen mit teilnehmen würde. Abgesehen von dem großartigen Humor und den erstklassigen Charakteren, finde ich die Serie auch sehr berührend, weil man auch die einzelnen Geschichten der Insassen erzählt bekommt. Also wie die da gelandet sind, wie ihre Vergangenheit aussieht und sowas. Und das ist wirklich gut gemacht. Auf Platz 5, Doctor Who. Doctor Who ist eine Serie, von der die meisten bestimmt schon mal gehört haben, da es sie schon seit den 60ern gibt. Also ich rede gerade von der Neuverfilmung von Doctor Who. Es ist eine klassische Science-Fiction-Serie, was mich auch davon abgeschreckt hat, sie zu gucken, bis eine gewisse Freundin mich dazu gezwungen hat. Aber auch wenn das eigentlich nicht so mein Genre ist, ist es echt sehenswert. Der Plot ist ein bisschen schwierig. Also es geht um einen Mann, der halt eine Box hat, mit der er durch die Zeit reisen kann und Leute mitnehmen kann. Und immer mal wieder historische Charaktere trifft oder irgendwas verändert oder irgendwas geht furchtbar schief und er muss irgendwie versuchen, das zu fixen. Und es ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen wegen verschiedenen Timelines, alternativen Realitäten, Kopien von irgendwelchen Leuten und es muss halt immer herausgefunden werden, was alles verursacht und die Antwort ist meistens Aliens. Doctor Who hat einfach irgendwie so einen gewissen Charme an sich und die Schauspieler sind meistens einfach auch super, super gut und der Humor ist echt schön. Also ich kann es nur empfehlen, einfach das auch auf Englisch zu gucken, erstmal wegen den Witzen und wegen den Akzenten. Und wenn man sich mit Timelines und alternativen Realitäten und so noch nicht so auskennt, muss man teilweise wirklich aufpassen. Weil die Handlung ist manchmal sehr kompliziert. Ich kann verstehen, dass es nicht jedermanns Sache ist, aber man sollte dem auf jeden Fall mal eine Chance geben. Auf Platz 4, Sherlock. Sherlock Holmes ist wahrscheinlich ein sehr bekannter Name und ich rede hierbei von der BBC-Serie Sherlock. Es geht halt um Sherlock Holmes, den Privatdetektiv, der im modernen Zeitalter halt ermittelt und irgendwelche Fälle löst mit seinem Kumpel John Watson. Sherlock an sich ist ein sehr interessanter Charakter, weil allein an deiner Verhaltensweise, an deinen Klamotten, an der Weise, wie du aussiehst oder was für Krümel du an der Hose hast, kann er einfach entdecken, was für eine Person du bist und was du getan hast und was du gerade denkst. Und das ist einfach super interessant, weil die Serie einfach auch sehr gut durchdacht ist. Sherlock ist einfach so mega antisozial und tut auch nichts, um das zu verbergen und er lässt sich auch nichts gefallen. Ob man jetzt Krimis mag oder nicht, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Platz 3, Sense8. Sense8 ist eine weitere Netflix-Serie, die noch nicht so bekannt ist. Sie hat bisher auch nur eine Staffel, aber die zweite ist, so wie ich weiß, gerade im Machen. Ich weiß nicht wirklich, wo ich anfangen soll, es zu beschreiben. Also, der Plot. Es geht darum, dass verschiedene Leute auf der ganzen Welt durch sowas wie ein mentales Netzwerk miteinander verlinkt sind und gegenseitig auf Persönlichkeit und Fähigkeiten zugreifen können und sich miteinander unterhalten können. Aber die wissen noch nicht wirklich was davon. Das Einzige, was mich an der Serie ein bisschen stört, ist, dass sie ziemlich actionlastig ist. Die Leute werden dann halt auch von wirklich Schauspielern gespielt, die aus dem jeweiligen Land kommen. Und wirklich, guckt das auf Englisch, einfach wegen Akzenten. Man ist irgendwie so bei der dritten Folge und man ist schon so drinne. Es ist wirklich so, als wäre man Teil der Handlung, als wäre man reingesogen. Die machen das irgendwie so, als es berührt einen einfach so. Das ist auch das, warum die Serie bei mir so weit oben in der Liste ist. Einfach die Machart. Sie ist wunderschön gemacht. Sie ist unglaublich gut gemacht. Die Schauspieler sind alle so gut. Und die Charaktere sind sehr liebenswert. Und die Ästhetik der Serie ist einfach sehr, sehr schön. Es ist so, als wäre man dabei, als wäre man selbst so Teil dieses Circles von Leuten, die aufeinander zugreifen können. Platz 2. American Horror Story. Manche werden jetzt wahrscheinlich schon diesen Begriff Horror hören und denken,
Und das kann ich verstehen, weil American Horror Story ist teilweise sehr, sehr, sehr eklig. Auch hier gibt es mit jeder Staffel eine neue Story, halt ein komplett neues Setting mit komplett neuen Charakteren. Ich persönlich mag die zweite und die vierte Staffel am liebsten. In der ersten geht es zum Beispiel um ein Geisterhaus, in der zweiten geht es um eine Psychiatrie in den 80er Jahren, in der dritten geht es um Hexen, aber die war jetzt echt nicht so gut. Tut mir leid, aber die mochte ich echt gar nicht. Und in der vierten geht es um eine Freakshow. American Horror Story ist eine sehr schockierende Serie. Sie ist sehr dramatisch und sie ist einfach allgemein an sich wirklich nichts für schwache Nerven. Aber dafür ist der Plot echt gut, die Schauspieler sind exzellent. Und allein auch die Machart ist wirklich, wirklich gut. Also es krabbelt dir wirklich den Rücken rauf und runter. Was ich vor allem bei der vierten Staffel gut fand, ist, dass es in den 50er Jahren ja tatsächlich so war, dass Leute, die deformiert waren oder irgendwelche Behinderungen hatten, wirklich als Freaks ausgestellt wurden. Ich finde es allgemein gut, wenn man mal den Blickwinkel hat von Leuten, die man normalerweise als seltsam bezeichnen würde. Dass man einfach mal auch den Standpunkt einnehmen kann und dass man sehen kann, oh, das sind auch Menschen, trotz allem. Und eigentlich sind alle anderen ziemlich komisch und voll freakig. Wenn man nichts gegen Gore hat und sich nicht so schnell übergibt, kann ich American Horror Story weiterempfehlen. Platz 1. Hannibal. Hannibal, die Serie, hat den Mythos des Hannibal Lecter, des Kannibalens, neu aufgegriffen. Es ist also eine weitere Horrorserie und es geht halt einmal um Hannibal, der halt bekannter Psychologe ist und in seiner Freizeit Menschen isst. Und Will Graham, einen Typen beim FBI, der eine Krankheit hat, die es ihm ermöglicht, sich in jede mögliche Person hereinzuversetzen. Eine sehr große Empathie, durch die er halt auch unter anderem durch die Augen von Serienmördern blicken kann und diese dann fassen kann, da er sieht, was sie machen und warum sie es machen und wie. Um den Plot ein bisschen zusammenzufassen, am Anfang geht es eher darum, so die Mörder und sowas, die Will halt schnappt. Und danach hat halt Hannibal Interesse an ihm gefasst und an seinem mentalen Bild, weil Will halt selbst psychisch sehr am Ende ist. Und na gut, er versucht ihn dann zu helfen. Und mit helfen meine ich, ihn noch mehr an die Grenze des Nervenzusammenbruchs zu treiben. Und das ist jetzt so ein bisschen spoilermäßig, aber Will findet irgendwann heraus, was mit ihm gemacht wird. Und dann beginnt wirklich so ein Machtkampf aus Gehirnspielchen zwischen den beiden. Und es ist so gut! So gut! Hannibal ist die beste Serie, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Erstmal natürlich wegen dem Plot, weil ich es einfach unglaublich interessant finde, was da alles abgeht. Und diese Psychospielchen, die diese Schauspieler einfach mit sich treiben. Und dass manchmal gar keine Worte gewechselt werden, weil einfach durch Blicke alles funktioniert. Und dann der Rest halt bla bla Schauspieler gut. Blablabla, Story gut, blablabla. Und jetzt das Allerwichtigste, die Machart. Hannibal ist eines der schönsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Und das ist ein bisschen heftig, wenn man darüber nachdenkt, dass es sich dabei um eine Horrorserie handelt. Diese ganze Welt aus Mord und Spielchen und Leichen wird nämlich aus der Sicht von Hannibal betrachtet, wie er die Welt sieht. Und dadurch sind diese ganzen Morde und diese ganzen Leichen und alles, was damit gemacht wird, einfach wunderschön dargestellt. Diese verdammte Serie ist so ästhetisch. Teilweise sind das Szenen, wo dir ein bisschen übel wird und du weißt nicht, soll ich mich übergeben oder soll ich einen Screenshot davon machen und mir das an die Wand hängen, weil es so schön ist. Es ist einfach allgemein ein Werk, das sehr viel mit Stimmung arbeitet. Die ganze Cinematografie ist sehr gut gemacht, sie ist so gut ausgedacht. Es ist wirklich so, als würde man in die Charaktere hineinversetzt werden, als würde man wirklich aus den Charakteren herausgucken. Man sieht auf dem Bildschirm, wie sich Beziehungen formen, wie Leute miteinander verschmelzen, wie Leute zu etwas werden, wie sie sich transformieren. Ich kann Hannibal leider nicht allen empfehlen, weil es wirklich nichts für schwache Nerven ist. Es ist teilweise sehr brutal, sehr blutig, sehr gory, in jeder Weise, die vorstellbar ist. Die Serie ist inzwischen mit 4 Staffeln beendet. In der ersten Staffel ist es noch ein bisschen so, wie diese typischen Serien eigentlich so pro Folge eine Leiche, ein Bösewicht sozusagen. Aber ab der zweiten fängt es halt wirklich an, so mehr in diese mentale Welt vorzudringen, mehr in diese Machtspielchen. Und die dritte und vierte spoilere ich jetzt mal nicht, das muss man dann selbst sehen, aber oh Mann, guckt es.
Jetzt sage ich nochmal eben, welche Serien es leider nicht auf die Liste geschafft haben. Um diese nochmal eben zusammenzufassen. Smallville, junger Superman. Arrow, Typ kommt von Insel wieder und wird Selbstjustizer. How to Get Away with Murder, Jurastudenten, die schlechte Entscheidungen treffen. Breaking Bad, Mann hat Krebs und verkauft deshalb Meth. BoJack Horseman, deprimiertes Cartoon-Pferd. Sarah Connor Chronicles, die Vorgeschichte von Terminator. Game of Thrones, alle sterben. So, das waren meine Top-Serien. Ich hoffe, es waren noch ein paar dabei, die ihr vielleicht noch nicht kennt, vielleicht mal anschauen werdet. Und ja, das war es dann von mir. Es werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch mehr solche Art Videos kommen, so Top 10 Bücher, Top 10 Spiele, bla 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 bla. Oder vielleicht auch nicht. Na gut, wie auch immer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und...